Zu Beginn des Films lernen wir den Protagonisten Jim kennen. Er lebt in einem Museum über Menschen und war noch nie in der Außenwelt. Das Museum wird von Cyborgs betrieben, um zu zeigen, wie Menschen in der Vergangenheit gelebt haben. Da Menschen vom Aussterben bedroht sind, ist Jim die Hauptattraktion des Museums. Seine Wohnung ist winzig und besteht aus nur drei Zimmern: einem Schlafzimmer, einem Badezimmer und dem Wohnbereich. Es gibt eine Treppe, um den natürlichen Lebensraum eines Menschen nachzubilden, die aber ins Nichts führt. So wie die falschen Fenster und Türen sind die meisten Dinge im Haus Requisiten, mit Ausnahme des Fernsehers. Jim sieht gerne und täglich fern. In der Eröffnungsszene schaut er eine Fernsehsendung, zu der er jedes Wort auswendig kennt. Für ihn zeigt das Szenario im Film, wie Menschen im wirklichen Leben interagieren. Die Cyborgs lassen ihn bewusst bestimmte Filme und Serien sehen, damit er lernt, wie sich menschliche Männer in der Nähe von Frauen zu verhalten haben. Mit einer Packung Müsli sitzt er auf seinem Sessel und findet darin einen seltenen Spielzeugpreis. Ohne auf sein angerichtetes Chaos zu achten, springt er auf und rennt zu dem Regal, in dem er seine Müsli Awards ausstellt. Er platziert das soeben Gefundene ganz oben und betrachtet es fasziniert. Es wird deutlich, dass Müsli seine tägliche Mahlzeit ist und er es liebt, die in den Packungen enthaltenen Preise zu sammeln. Das Sammeln und Fernsehen sind seine einzigen Hobbys. Jeden Tag führt eine Cyborg-Museumsführerin eine Gruppe von Touristen-Cyborgs durch das Museum. Sie beginnen mit der Besichtigung des Bereichs für alltägliche menschliche Geräte, in dem Toaster, Leitkegel, Spielzeugeisenbahnen, Lavalampen und andere alltägliche Dinge ausgestellt sind. Aber natürlich ist Jim die Hauptattraktion und die Besucher beobachten ihn durch ein Glasfenster in seiner Wohnung. Der Guide stellt ihn als den einzigen Menschen, der jemals in Gefangenschaft aufgewachsen ist, vor. Cyborg-Historiker hatten versucht, den Lebensraum eines Menschen nachzubilden und so Jims Wohnung errichtet. Während die Besucher Jim in seinem Haus beobachten, gibt er ihnen einen Daumen hoch. Er beschwert sich nicht darüber, dass Fremde in seine Privatsphäre eindringen, weil er es nicht anders kennt und gar nicht weiß, dass er in Gefangenschaft gehalten wird. Er ist immer davon ausgegangen, dass das Leben so zu sein hat. Die Besucher beobachten und untersuchen sein Verhalten und seine Gewohnheiten, als wäre er das Testobjekt ihres Experiments. Als sie gerade gehen wollen, werden sie durch eine Ankündigung ermutigt, wieder zurückzukehren, um sich einen Neuzugang anzusehen, einen weiblichen Menschen. Jim, der Frauen nur aus dem Fernsehen kennt, ist sehr erfreut und bereit, das Mädchen seiner Träume zu treffen, wie er es sich beim Anschauen der Filme und Serien immer vorgestellt hatte. Freudig steht Jim am nächsten Tag früh auf, putzt sich die Zähne und duscht extra lang. Er sprüht sich mit besonders viel Deo ein und zieht einen schönen Anzug an, um seine neue Freundin willkommen zu heißen. Während er nervös wartet, wird ein hübsches Mädchen namens Cass in die Wohnung gebracht. Bevor sie etwas sagen kann, rezitiert Jim einen Dialog aus seinem Lieblingsfilm, in der Annahme, dies sei die beste Art, sie zu begrüßen. Cass jedoch rennt, auf der Suche nach einem Ausweg, panisch in der Wohnung umher. Weil sie aus der Außenwelt kommt und gefangen genommen wurde, weiß sie, dass sie gefangen gehalten wird. Weil aber alle Türen und Fenster nur Dekoration sind, um es wie ein richtiges Zuhause aussehen zu lassen, kann sie nicht fliehen. Cass sucht im Schlafzimmer weiter, nur um ein mit Rosenblättern geschmücktes Bett vorzufinden. Jim hatte sich Gedanken zu ihrer Ankunft gemacht. Zwar hat er kein soziales Verhalten aus den Filmen gelernt, weiß aber, was Geschlechtsverkehr ist. Cass entdeckt, wie die Cyborgs sie von den Fenstern aus beobachten und versteckt sich schnell. Da stellt sich Jim zum ersten Mal vor und Cass erkennt, dass auch er ein Mensch ist. Sie fragt ihn, ob er einen Ausweg kennt, worauf Jim verwirrt reagiert, versteht er doch nicht, weshalb sie gehen wollen würde. Er erklärt, er habe all die tollen Dinge in der Wohnung, wie eine ausziehbare Couch oder den Fernseher mit über 5 Kanälen. Zusätzlich bekomme er jeden Tag unbegrenzt kostenlose Mahlzeiten und Energy Drinks. Cass reagiert jedoch unbeeindruckt auf seine Version erstaunlicher Dinge und beginnt zu weinen. Da versucht Jim, sie mit einer Rose zu trösten. Beim Abendessen sitzen sich Jim und Cass gegenüber. Jim erhitzt eine künstliche Mahlzeit für sie im Ofen und fängt an zu essen. Cass ist vom Geruch des Essens angewidert und fragt, als sie sieht, wie Jim es genießt, ob er schon einmal draußen war. Als er nicht antwortet, bittet sie ihn, am Essen zu riechen, aber Jim versteht nicht, was sie ihm damit beweisen will. Cass verflucht die Cyborgs, die sie noch immer wie Bakterien unter einem Mikroskop beobachten, dreht sie sich wieder zu Jim und erklärt, nichts von all dem sei real. Das Essen schmecke nicht so, wie es schmecken sollte. Die Treppe führe nirgendwo hin und die Vordertür lasse sich nicht weiter als 4 Zoll öffnen. Jim hört sich ihre Beschwerden mit einem Lächeln im Gesicht an und sagt nichts. Als sie ihn fragt, warum ihn die falsche Wohnung nicht störe, gähnt er und sagt, er gehe nun schlafen. Aufgeregt bittet er Cass, sich ihm anzuschließen, die sich erschrocken vor ihm zurückzieht. Als sie nach dem Grund fragt, schlägt Jim vor, Sex zu haben. Das lässt Cass vor Schreck erstarren und sie erklärt, dass sie sich niemals mit ihm fortpflanzen würde, bevor sie Jim in sein Schlafzimmer schickt. Dort fegt Jim wütend alle Rosenblätter von seinem Bett und geht schlafen,
während die Cyborgs ihn noch immer beobachten. Cass schläft im Wohnzimmer auf der Couch. Gegen Mitternacht nähert sich Jim ihr, um ihr eine Decke überzuwerfen und geht sogar so weit, sein bestes Spielzeug neben sie zu legen, damit es ihr Gesellschaft leistet. Als Cass einige Zeit später aufwacht und das Spielzeug neben sich findet, kommt ihr eine Idee und sie beginnt mit den Sammelfiguren eine Landschaft auf dem Glasfenster zu kreieren. Als Jim aufwacht, ist er verärgert, dass seine Figuren fehlen, doch seine Enttäuschung verschwindet schnell, als er sieht, was Cass geschaffen hat. Sie sagt ihm, dass die Kulisse auf dem Glas ihr Zuhause ist, worauf Jim behauptet, die Wohnung sei jetzt ihr Zuhause. Da erklärt Cass ihm ruhig, dass Menschen nicht mit Cyborgs leben sollten und ihr Zuhause dort draußen sei. Am nächsten Tag, beim Frühstück, versteckt sich Jim hinter einer Pflanze vor den Cyborgs und verrät, es gäbe einen Weg, heimlich die Wohnung zu verlassen. Alle paar Tage komme ein Angestellter mit einem Wagen durch die Haupttür. Cass könne sich im Wagen verstecken und so, ohne bemerkt zu werden, wieder nach draußen gelangen. Da in dem Wagen aber nur Platz für eine Person sei, werde Jim im Museum bleiben. Cass erwidert besorgt, dass er nicht hierher gehöre. Aber Jim behauptet, er sei glücklich und zufrieden. Er bittet sie, sich keine Sorgen um ihn zu machen und sicher nach Hause zu kommen. Als nachts der Cyborg mit dem Wagen die Wohnung betritt, um den Kühlschrank wieder aufzufüllen, steigt Cass vorsichtig hinein und kann so unbemerkt entkommen. Am nächsten Tag fragt der Supervisor Cyborg Jim, ob er wisse, wo sich der weibliche Mensch befinde, was Jim verneint. Bei der nächsten Museumsführung stellt die Führerin der Besuchergruppe wie immer Jim vor, aber als sich der Sessel dreht, sehen sie, dass Jim einen Cyborg daran gefesselt hat und selbst entkommen ist. In der letzten Szene sehen wir, wie Jim auf ein Mädchen auf einem Feld zugeht, das genauso aussieht wie die Landschaft, die Cass in ihrer Kunst dargestellt hatte.